doch bitte mit, ja. Flieg mit mir heute nach Havana. Fliege nach Athen, nur um dich zu sehen. Keiner so schön wie du. Zu viele Fantasien in meinem Kopf. So, Prime Gaming Pack, Leute. Let's go. Wir müssten eigentlich zwei haben, glaube ich. Ja, ich weiß. Wir öffnen erstmal das eine. Erstmal ganz entspannt das erste öffnen. Dann können wir weiter gucken. Ab geht die Post. Oh, Belgien. Ah, ich dachte schon irgendwie ZUM, aber immerhin Vertonghen. Ja, Vertonghen, Alderweireld. Vertonghen 83, spielt bei Benfica mittlerweile. Alderweireld 85er rated in Ordnung. Alter, wäre der De Bruyne drin gewesen, wäre mega gewesen. Aber ein Alderweireld ist schon in Ordnung. Ich habe nur meistens aus eigener Erfahrung, wenn der Spieler hier gut ist, wird meistens der Spieler hier nicht gut. Aber gut, der war jetzt mittelmäßig, von daher kommt vielleicht hier auch nochmal ein mittelmäßiger. Come on. Oh, Cavachal. Joa, Cavachal und Mahrez, geht klar. Ein 85er, ein 86er, vollkommen in Ordnung. Also, das war ein saftiges Pack für SBCs. Sehr, sehr nice. Wir müssen mal schauen, wir müssen eigentlich jetzt noch eins haben, oder nicht? Digga, ich meine, ich hätte eben zwei angezeigt bekommen. Kann sein, dass man einmal, ist das auch ganz kurios gemacht, aus Ultimate Team raus muss. Wir gehen mal einmal ganz kurz wieder rein. Hol dir dein Set, Junge. Ich krieg jedes Mal hier mit diesem Willkommenspack angezeigt. Bruder, das habe ich mir schon tausendmal abgeholt. Ich krieg's immer wieder angezeigt. Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist. Immer wieder kommt dieses Willkommenspack. Ja, da ist es doch, Alter. Let's go. Prime Gaming Pack 6. Ab hier die Post. Jetzt geht's nochmal um. Wenn es jetzt nochmal so gut wird, wie gerade, bin ich zufrieden, Alter. Dann können wir sagen, Jobbizell kann man machen. Ab hier die Post. Jetzt nochmal vielleicht ein Belgier. Diesmal vielleicht Kevin De Bruyne. Wäre natürlich noch geiler. Aber gut, ey. Ich will nicht zu viel, Leute. Ich will nicht zu viel. Ah, Slowenien, Torwart. War das Slowenien oder Slowakei? Ah, Digga. Ich habe keine Ahnung. Ich kann die beiden Flanken nicht auseinanderhalten. Es hätten Oblak, Handanovic und Dubravka werden können. Korrekt, es wird Dubravka. Es war sogar Slowenien, ne, glaube ich. Also hätte der andere Oblak in der Slowakei, dann wäre es... Oder? Digga, ich weiß nicht, wo Oblak und... ist aber egal. Komm, let's go. Machen wir das Pack hier noch. Ab geht die Post. Sergio? Was für Sergio? Sergio Immobile. Neuer Name. Ciro. Ciro Immobile 87 rated. Karte, seine beste Karte aller Zeiten. Geht klar, Alter. Nice Sache. Also ich bin zufrieden mit den Picks. Und mit den Packs auch. Okay, wir haben ein Prime Gaming Pack und dann noch ein Team of the Week Spieler. Mal sehen, Leute. Mal sehen. Was dabei rumkommt, ich weiß es nicht. Das sieht erstmal sehr, sehr... Oh, Portugal. ZOM. Bruno Fernandes. Okay, geht klar. 87er rated. Ey, Bruno Fernandes ist in Ordnung. Walkout aus dem Prime Gaming Pack. Sieht man nicht ganz so oft. Deswegen, oh, sehr, sehr nice. Und das ist ja eigentlich das Schlechtere von beiden. Das Gute kommt ja noch. Der Player Pick. Von daher, Digga, diese Prime Gaming Picks kann man wirklich machen. Ey, die sind stabil. Vorhin Bernard auch noch drin. Und die anderen, naja... Aber jetzt schauen wir mal. Aber meistens, wenn das Pack gut ist, kommt meistens hier nichts aus eigener Erfahrung. Aber wer weiß. Ja gut, okay. Azpilicueta, Rui Patricio. Ach so, Ordnung, ey. Ist in Ordnung, geht schlechter. Wir nehmen jetzt mit. Rui Patricio, ach komm, Patricio nehmen wir mit. Geht klar, ja. Muss ich sagen, jetzt haben wir noch ein Inform-Pack. Ich weiß nicht, ob das gut werden wird. Meistens sind das wirklich so 76er, 77er Informs, Alter, ich sag's euch. Ich hoffe wenigstens auf irgendwie einen 83er Pro. Ah, das, mein Gott, ey. Komm, Alter. Das wird eh wieder nix. Ich stimme. Boah, Digga. Ich dachte nicht. Oder. Ich dachte gerade schon irgendwie Rush oder so. Mavididi 81er. Ja, geht gerade noch so, ey. Brauchen wir für eine SBC. Von daher, je höher, desto besser. Also, der geht gerade noch so, muss ich sagen. Aber gut, Leute. Okay. Kurz die Nase abputzen, ne? Let's go, Digga. Okay. 3, 2, 1. Let's go, Alter. Komm, bitte, Bruder. Hütten was, Alter. Komm. Blau. Es wird nicht blau, Alter. Scheiße, Alter. Ich könnte schon wieder kotzen. Komm, wir haben trotzdem was Gutes. Spanien. ZIV Ramos. Barcelona. Digga, Piqué, willst du mich verarschen? Mann, ist schon wieder nur ein 86er. Ich kack in die Hose. Junge, ich kack in die Hose. Der braucht auch Piqué nicht so mit seinem scheiß Knierutscher reingeslidet bekommen. Das ist kacke, Alter. 86er Piqué. 100%, die sind dahinter wieder 485er, ey. Junge, wofür macht man diese Kacke 2 Stunden, um dann sowas zu bekommen, Alter? Ich könnte heulen, Alter. Und dann sehe ich wieder absolut viele Packs, wo die Leute ein Team auf Gier darin ziehen, Alter. Und ich ziehe Piqué, Alter. Meine Fresse, das kann doch nicht wahr sein, ey.
Junge, 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 ey, das gibt's doch nicht. Sechs, wenn es Ramos gibt. Ah, nee, Ramos wäre Team of the Year. Gefällt mir gerade auch. Hätte gar nicht Ramos sein können, Digga. Hätte gar nicht Ramos sein können. Boah, ist das traurig, Alter. Ist das traurig, Alter. Ey. Boah, Digga. Der ist, glaube ich, noch schlechter als Verratti, wenn man ehrlich ist. Verratti war, glaube ich, sogar noch einen Ticken besser als Piqué. Wir sind ja eh untradable, also vom Ding her ist egal, aber... Also da nehme ich lieber noch Verratti als Piqué, wenn ich ehrlich bin. Wir schauen mal, was dahinter ist. Ich hoffe wenigstens, dass vielleicht noch ein, zwei Walkouts oder so dahinter ist. Dann ist okay. Dann ist okay. Wenn nicht, war dieses Pack noch schlechter als das Verratti-Pack, das wir geöffnet haben. Ey, Digga, wirklich, ne? Ich krieg die Krise, Mann. Ich krieg wirklich die Krise. Also wenn die Packs in Zukunft auch weiterhin so werden, ne? Dann ist es wieder absolut verarsche hier, ey. Dann schwitzt man da wieder für umsonst, Alter. Vor allem sind die Untrade, Alter. Untrade, da können die mal was gönnen. Okay, wir gucken, was dahinter ist. Ab geht's. Es ist so traurig, ey. Let's go. Ja, immerhin Vardy, Alter. Wenn die wenigstens Vardy vorne hingepackt hätten, hätte ich mehr gefeiert. Vardy vorne drauf wäre fresher gewesen als Piqué, Bruder. Warum ist Piqué vorne? Kann mir mal einer sagen, woran das ist, das Zufall, wer dann vorne ist, wenn zwei 86er sind? Digga, Parejo, Donnarumma und Depay. Naja, okay, zwei Walkouts immerhin. 86er Vardy. Wie gesagt, wäre fresher gewesen, wenn der vorne gewesen wäre, hätte ich mehr gefühlt als Piqué. Aber gut, kann man nichts machen. Aber ich sag mal so, das Pack hat sich jetzt nochmal gerettet, weil noch ein 86er drin war. Sonst wäre das Pack noch schlechter als das Verratti-Pack gewesen. Also das Pack hat sich gerade nochmal gerettet mit Jamie Vardy. Sonst wäre es Katastrophe gewesen. Aber wir können das Ganze auch nicht gut reden, ehrlich gesagt. Wir können es nicht gut reden, Digga. Piqué, Vardy, Parejo, Donnarumma, Depay. So, Willkommens-Pack. Danach zwei seltene 85er Plus-Spieler-Pack. Weil das Willkommens-Pack manchmal sogar besser ist. Ich sag's euch, lasst wie man liked da, Leute. Lasst wie immer gerne ein Abonnement da, falls ihr nicht abonniert habt, kostenlos das Ganze gerne machen, Dembele, na ist okay. Glocke aktivieren und täglich einschalten, dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts mehr. Acuna, Matata ist auch noch am Start und Slobozhai, wie ausgesprochen wird, ganz kurios, keine Ahnung, auch nicht ein Saisonspiel gemacht, aber warum verletzt. Naja, alles fein, Leute. Ihr wisst es, schreibt wie immer gerne in die Kommentare, was ihr gezogen habt, was war euer bestes Pack. Schreibt mal gerne rein, was euer heftigstes FIFA 21 Pack war, was war drin. Und checkt immer noch gerne meinen Shop aus, gönnt euch die nice Designs in Rot, Blau, Orange, Grün, Kissen, Tassen, Turmbeutel, vieles mehr. Gratis Autogrammkarte gibt es dazu und ihr unterstützt mich mit dem Kauf. Und ihr habt doppeltes Pack-Luck, ihr wisst es. Also gönnt euch ein nice Hoodie oder T-Shirt, was auch immer, oder was anderes. Und schon zieht ihr genauso saftige Packs wie ich hier. Let's go. Mach mal, komm, hör mal ganz kurz die 285er. Einfach nur ganz kurz als Beweis, dass direkt der Nice und die doppeltes Packlack bringt. Lukaku, Digi. Ich sag's doch. Lukaku, 96er. Schon mal gezogen und wieder am Start. Digga, das kann doch nicht wahr sein. Ey, Rudi, warum kommt nicht einfach mal De Bruyne? Warum kommt Lukaku wieder? Alter, ich bin zufrieden. Versteh mich nicht falsch. 96 Euro Lukaku, nehmen wir gerne mit. Vor allem aus den zwei Spielerpacks, das ist richtig saftig. Richtig, richtig saftig. Aber ich würde auch gerne mal irgendwie einen anderen ziehen. Den Bräunen würde ich auch gerne nehmen, Alter, ganz ehrlich. Wir gucken mal, was noch dahinter ist. Ich gehe davon aus, dass ein 85er dahinter ist. Aber, Digga, man weiß ja nie. Manchmal sind die Packs auch ganz, ganz kurios. Dann sind sie schon wieder so gut, dass es eigentlich viel zu krass ist. Deswegen mal gucken. Ja, Verratti, immerhin ein 86er, hätte noch ein 85er werden können, von daher eigentlich das Bestmögliche noch draus gemacht. Geile Sache, Alter, Lukaku ist nice. Wie gesagt, hatten wir schon mal, deswegen bin ich jetzt, ja, nicht ganz so happy, hätte gerne einen anderen gezogen, aber gut, ist ein 96er trotz, also von daher nimmt man gerne mit. Und